Willkommen, Freunde, zurück hier bei Skyrim. Wir sind hier gerade mal in einem unserer anderen Häuser, wo hier ja noch nicht so sehr viel los ist, aber egal. Raus hier. Wir werden jetzt erstmal warten, bis er fertig geladen hat. So. Wir werden jetzt mal hier hinten hingehen. Da haben wir nämlich irgendeine Höhle oder irgendwas, was wir noch nicht erforscht haben. Und da möchte ich hin. Es regnet. Hihi. Ich muss mal gucken, wie ich da hochkomme. Das hier sieht doch nach einem Weg aus. Passt. Kommen wir hier hoch? Ja, perfekt. So. Hier muss das jetzt irgendwo sein. Ah ja, eine Ruine ist es. Wo ist der Eingang? Wahrscheinlich hier unten. Hier ist es. Okay. Achso, der Weg wäre eigentlich wo. Hier liegt ein Toter. Mal schauen, was wir hier drin finden werden. Da liegt noch. Okay. Noch ein. Hier war wohl schon jemand. Sind alle tot. Da steht jemand. Sei vorsichtig mit dem Feuer. Okay, kein Feind. Ihr seht stark aus. Und ihr? Ich bin Anska. Seid ihr hier, um mir zu helfen? Wobei? Ich habe Vokuns Krypta endlich gefunden. Die Schriftrolle, die ich suche, muss hier einfach sein. Ihr könntet mir helfen, sie zu finden. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Vokun? Irgendein alter Priester, der hier vor langer Zeit beerdigt wurde. Ich suche schon seit Jahren nach seinem Grab. Welche Schriftrolle? Euch ist das vermutlich egal. Aber einer Familienlegende zufolge lässt sich damit unser Stammbaum bis zu Iskramor selbst zurückverfolgen. Okay. Sollte Vokun tatsächlich so mächtig sein, wie ich vermute, brauche ich wohl ein bisschen Hilfe, um mit ihm fertig zu werden. Was springt für uns dabei aus? Ihr könnt alles haben, außer der Schriftrolle, versteht sich. Okay. Großartig. Zu zweit sollte es schneller gehen. Wir sind zu dritt. Sieht so aus, als hätte sie die hier gerade erst platt gemacht. Steckt ja sogar noch das Eis drin von dem. Na gut. Dann. Hallo. Da oben war einer, habe ich gesehen. Irgendwo da oben ist einer. Na klar, ich muss mich direkt wieder mit Zweien hier anlegen, ja. Uiuiui. Das bezweifle ich irgendwie, als das letzte war. Oh, Seelenstein, perfekt. Ach, der Schutzgeist. Hat der noch irgendwas? Ja, ein bisschen Gold. Die ganzen Rubine und sowas, die lasse ich alle hier. Oh, noch mehr Gold. Ein Weinfass.
Sonst haben wir hier nichts. Gut, dann können wir weitergehen. Hier haben wir noch ein Regal, ist auch nichts drin. Da auch nicht. Ist hier noch irgendwas? Mal gucken. Da nicht. Eine Truhe steht hier hinten. Okay. Dann können wir jetzt weiter gehen. So. Hier ist nichts. Auch nichts. Aber ziemlich knapp. Ist das etwa Magie? Sei vorsichtig, bitte. Meine Güte, stell dir mal nicht so an. Huch. So. Da lag. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Heiltränke, perfekt, her damit. Was? Perfekt. Wo liegt der zweite? Hier. Da hat auch noch ein bisschen Gold für uns. Hier ist nichts. Hä? Ach, nehmen wir einfach mal mit. Was auch immer das ist. Trankmischbeutel. Okay, sonst haben wir hier nichts. Gut. Speichern wir mal und weiter geht's. Oh, 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 oh. Was haben wir da? Ach, wie so ein Rätsel, ne? Na gut. Das sieht aus wie eine Art Hebelpuzzle. Wir müssen herausfinden, welches die richtige Reihenfolge ist, in der sie. Ich würde mal sagen, zuerst die Schlange, die ist hier. Dann. Warte mal, da hängen ja auch noch welche. Ups. Schlange? Ist das denn. Ja, genau. Okay, dann. Der Fuchs. Okay, wo haben wir Fisch? Wo ist der Fisch? Jo. Da oben. Da oben. Ist das hier der Fisch? Ja, perfekt. Und hier haben wir einen Adler. Okay. Hat nicht funktioniert, oder? Nee. Dann vielleicht andersrum. Erst den Adler. Erst den Adler. Und dann den Fisch. Und zum Schluss die Schlange. Ah ja. Okay. Das hat doch. Vielleicht hat die Reihenfolge etwas mit den Symbolen dort oben. Wir sind doch schon lange durch. Dieser Edelstein sieht irgendwie verdächtig aus. Dieser Edelstein. Welcher Edelstein? Der sieht verdächtig aus. Stimmt.
So. Da wollte ich nicht hin. Gewöhnlicher Seelenstein reicht bei der. Selbst der große Seelenstein reicht nicht. Der sieht auch verdächtig aus. Einhändig verbessert. Okay. Uiui. Ein Toter. Ah, da ist ja noch einer. So. Da war ja noch einer, na sowas. Hi. So. Der hatte mal überhaupt keine Chance. Ist denn der da? Kajit, was braucht ihr? Was gibt es? Perfekt. Ist das alles? Wir liegen Goldmünzen verstreut. Was? Mache mich aus dem Staub. Was? Hallo, wo kommt der denn jetzt her? So. Na egal, nehmen wir die Truhe hier. Was? So. Was passiert wohl, wenn ich den hier runternehme? Hm? Geht davon. Oh. Oha. Geht doch. Liegt nur eine Axt, okay. Konnte man ja nicht gerade gut sehen. Und weiter geht's. Diese Wandritzungen sind uralt. Wir scheinen unserem Ziel langsam näher zu kommen. Dann würde ich mal sagen, speichern und... Okay. Ja, ne? Hi. Schupp.
dem das Feuer so gar nichts macht. Ein höherer Fürst, naja. Er kämpft echt mit der Spitzhacke, das ist irgendwie lustig. Okay. Heieieiei. Dran. Was? Was denn? Da ist er schon. Das ist Wokun. Da ist er ja. Gleich hinter ihm. Moment, wir müssen uns mal ganz kurz heilen. Lass das sein. Den werden wir los. Gehen wir weiter. Die Schriftrolle muss im nächsten Raum sein. Wow. Und da haben wir die nächste Maske. Das ging jetzt irgendwie leichter, als ich gedacht hätte. Okay. Schlange. Schlange. Überall Schlangen. Okay, im nächsten Raum. Was für ein Raum? Ach, dahinter. Haha. Okay. Natürlich ist hier auch ein Schrei. Haben wir das Buch schon? Nö. Was haben wir denn hier? Zornsturmruf. Das zweite Wort davon. Wir haben noch 11 Seelen, okay. Ich kann euch für all eure Hilfe gar nicht genug danken. Und hier ist eine kleine Belohnung für eure Hilfe. Zauberbuch. Flammender Schutzgeist. Okay. Dann wären wir hier fertig. Dann würde ich mal sagen, das passt ja ganz gut. Dann können wir beim nächsten Mal... Nee, ich bleib nicht hier drin. Wir hauen ab. Wir gehen jetzt wieder raus.
Dann muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen, ne? Hm. Das kann auch nicht sein. Gibt's denn nicht. Oh, es gibt einen anderen Weg. Wartet mal. Sprecht, Elf. Nicht so unhöflich, wir haben dir geholfen. Ja, wir gehen einfach hierher. Aha, jetzt sind wir direkt hier am Eingang. Perfekt, so. Okay, dann würde ich mal sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und ich würde erstmal sagen, so, ich werde einfach hier unten hergehen. Ja, natürlich, ich nehme natürlich wieder einen schwierigen Weg, klar. Naja. So, vor dem Schneesturm in Sicherheit. Huch, direkt von der Wand. So, Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.